Seid gegrüßt zusammen. So, das Eisexperiment im Glas hat endlich funktioniert. Das Glas ist nicht kaputt gegangen. Ich habe mir auch extra Weggläser geholt. 3 Liter. Die halten bis minus 40 Grad aus. Also, da hat man einen guten Spielraum, ne? Und man darf sie nicht zu voll machen. Ich habe sie zuletzt auf jeden Fall zu voll gemacht und deswegen sind sie auch geplatzt. Wahrscheinlich wäre es auch mit denen gegangen, aber eben, ich habe eben zu viel Wasser reingemacht. Naja. Deswegen experimentiert man ja und bei Experimenten gehen halt auch mal Sachen kaputt oder müssen kaputt gehen, dass man es halt einfach beim nächsten Mal besser macht. Ne? Also ich habe 2 verschiedene Bauarten genommen, einmal Kupferflaky, einmal ein komplett Kupferflaky mit zusätzlich Agnihotra-Asche, Eisenoxid, Molybdänpulver und Magnesiumraspeln. So hat der Harz seine anziehende, abgebende und verstärkende Wirkung. Sonst habe ich ihn wie immer gebaut, 16 Metalle, 10 Steine habe ich hier verbaut. Hier habe ich extra keine SBB-Spirale verbaut, weil ich wollte, dass die Energie nicht so verwirbelt wird, sondern eher feldartig aus dem Ohrenlid rauskommt und nicht so als Spin oder Verdrehung. Ne? Aber trotzdem hat es bei dem trotzdem eine leichte Verdrehung gegeben. Auf jeden Fall ist es wieder so kugelartig und aus der Kugel kommen eben diese nadelartigen Energien raus. Hier sehr grob. Wenn ich es jetzt auch so anschaue, diese Energie ist sehr schnell. Ihr seht gleich, was ich damit meine. Hier ist die Energie sehr schnell, grobmaschig und ich finde gar keinen Ausdruck dafür. Sie ist einfach auf jeden Fall grobmaschiger als die andere. Also die Nadeln sind dicker ausgeprägt und laufen ein bisschen weiter auseinander. Hier hat es auch schon so kleine Energiekanten oder Boomerange oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Sieht auf jeden Fall mega aus. So, jetzt zeige ich euch mal den anderen. Gleiche Orgonit. Bloß nicht in komplett Kupferflecke gegossen, da liegt nur oben Kupfer drauf. Ganz Plasma ist auf jeden Fall auch mit drin, beim anderen auch, ist ja klar. Den habe ich halt gebaut, wie ich sie sonst bauen würde, ohne diese neue Bauart, also ohne den Harz in komplett Kupferflecke zu gießen. Und den anderen Materialien, wo ich noch beimische. Und hier ist die Energie einfach viel feiner. Es ist auch eine Kugel, aber die Energie tritt hier viel feinnadeliger raus. Hier sieht eine Nadel aus wie die andere. Und sie ist auch viel dichter beisammen. Also vom Aussehen hat auf jeden Fall der Augenblick genommen. Vom Aussehen der Energiekugel und die Feinheit und die. Es sieht einfach harmonischer aus, sagen wir so. Das ist eine schöne harmonische Energie. Die Energieherausgabe ist einfach harmonischer und nicht so grob wie beim anderen. Ne? Hier nochmal zum Vergleich. Hier ist es wirklich sehr viel grober. Hier gibt es richtige grobe Energieausschläge hin. Aber ich habe mir das schon so gedacht, dass das so ist. Und ich wollte das auch so. Weil für draußen ist so ein Orgonit viel besser. Wenn die Energie sagen wir mal, etwas aggressiver ist, um die Energiefelder, die sie oben künstlich produzieren oder reinschießen, aufzureißen, ist so eine Energie besser als so eine feine. Sie trägt ja dieselben Aspekte in sich, hat bloß eine andere Beweglichkeit, ein anderes Format und eine andere, nicht Dichte, eine andere Frequenzherausgabe oder einfach eine andere Energieherausgabe. Sie läuft anders. Sieht halt auch schon richtig krass aus. Wie so ein kleiner Energietornado. Und man sieht schon leicht die Verwirbelung. Hier diese Energiekanten, wieder diese Boomeränge oder Frequenzboomerang, was weiß ich, wie ich das nennen soll. Hier. Nach oben hin wird die Energie auch wieder feinnadiger, aber so seitlich ist sie echt viel gröber.
So, das wollte ich euch mal zeigen. Jetzt lasse ich das auftauen. Dann stelle ich es nochmal rein. Aber ich mache auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr Wasser oben drauf. Aber wirklich nur ein kleines Stückchen. So, dann hat das Wasser schon mal eine eigene Energieladung, bevor es eingefroren wurde. Also schon mal gut mit Energie angereichert vom Plasma. Das heißt, wenn ich es jetzt dann nochmal einfriere, sieht es wahrscheinlich nochmal komplett anders aus. Ich bin gespannt. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, entgiftet euch, arbeitet an eurem Bewusstsein, genießt die neue Zeit, die kommt, füllt Nährstoffe auf und so weiter und so fort. Einfach alles, was gut für den physischen Körper und für eure Seele ist. Ne? Auf bald. Ciao, ciao.